Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle. Euer Kampfkunst Commander. Hier, Lee Funk ist online. Nur nicht aufgeben, nur nicht kapitulieren. Ah, mein Mädel, schade. Der ist Superstar in YouTube. Wow, ist die Kamera. So, liebe Freunde, ich bin froh, wir haben wieder ein paar Abonnenten mehr gewonnen. Wir sind 2 Abonnenten von 700 Abonnenten weg. Ich hoffe, dass wir noch mehr Abonnenten werden. Mein Ziel wäre, demnächst auf 1000 Abonnenten zu kommen. Da gibt es Abonnenten-Special. Das bedeutet, ich mache einen Spezialstand und es gibt Gewinnspielverlosung. Man kann mich auch privat treffen, dass ich euch besuche in eurer Heimatstadt. Und egal, wie weit ihr wohnt, ich fahre einfach nach. Und das wird ausgesucht von irgendwelchen Abonnenten. Und dann kriegt man das mal ins Auge. DVD-Vorstellung. Haben wir die Bud Spencer-Filmreihe Banana Joe schon vorgestellt. Ich wünsche schon die Bud Spencer-Stadt in dem Bud Spencer-Freibad. Und Bud Spencer hat ja in der Jugend hier Schwimmwettkampf geht und so weiter, auch sich auch schwäbische Freundin geht, die in der Bäckerei kennengelernt hat. Und von daher ist es ja Pflicht, dass man auch ein paar Bud Spencer Filme daheim hat. War das jetzt? Ich habe mir 2 gekauft, die rechte und das linke Hand des Teufels, ein sehr guter Film, der mir sehr gut gefällt, schon vor allem der Anfang, wo der Tarantino so cool mit seinem Pferd herkommt und die coole Musik, wo er so eine Liege hinter hat und das Pferd läuft für sich nach und der Schilder, wo er dann was Essen kauft in so einem Lokal, nimmt das ganze Pfann und Vesper aus dem Pfann. Und auch die Geschichte finde ich echt cool, so der Bud Spencer als Verbrecher wird auf einmal dann Sheriff vom Dorf und bekämpft andere Verbrecher, also auch sehr sehr lustig. Die kommen nur ans Herz legen, den Spaghetti Western. Die Miami Cops ist quasi so die Fortsetzung von Zwei aus Rand und Band. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ja, und sehr gut aufgemacht. Beide Italiener. Ich weiß nicht, ob der Tanzl deutsche Italiener ist, der ist eigentlich in Dresden geboren. Kann eigentlich so ziemlich gut Deutsch, auch wenn es ein bisschen gebrochen ist, wissen die wenigsten. Ja. Was man zu den Bud Spencer-Filmen sagen soll, ist, dass die Kämpfe halt rein in der Themen sind. Ja. Da wenn ich so schlaget so, ja, oder so schlaget, ja, das sind quasi, wenn der Gegner kein Fallobst ist, da hast du mit denen Techniken kannst du gar nichts machen. Ja. Also einfach, weil du einfach keine Deckung hast, ja, und, oder auch so, das ist rein Entertainment, ja, und von der gefallen mir eigentlich, die Filme sind echt super gemacht, die Musik, die Schauspielerei, die Comedy, hervorragend gemacht, ich bin ein riesen Bud Spencer und Terence Hill Fan, ja, aber man muss halt sagen, wenn man zum Beispiel einen asiatischen Kampfsport anguckt, überhaupt Kampfsportfilm, auch aus Amerika, ja, da sind halt Sachen drin, die man im echten SVA nutzen kann. Und tatsächlich ist Entertainment drin, ja. Klar, keiner will im Film eine Szene angucken, wie sie ist in einem echten Kampf, ja. Weil einfach die in der Regel, ich spreche nur von der Regel, die echten Kämpfe auf der Straße ein paar Sekunden vorbei sind, ja. Und es möchte sich auch keiner angucken, ja. Und deswegen gehen die Kämpfe in den Filmen ziemlich lang weiter, ja. Zum Beispiel auf der Straße kann ein Faustschlag, kann schon einen Kampf beenden, ja. Und es möchte keiner im Film sehen, ein Finalkampf, und ein Faustschlag schon der Kampf beendet, ja. Deswegen ist Spielfilm echt, ist echt, ja. Lassen da auch Elemente drin, die man, wie sie auch realistisch sind, aber sind auch Sachen drin, die halt doch Entertainment sind, ja. Zum Beispiel der Bruce Lee, der in seinen Filmen sehr große Wert auf Realität gelegt hat, hat sich auch dem Entertainment auch anpassen müssen. Ja?
ein Schlag von Bruce Lee lernt, da stehst du nicht mehr auf. Ja? Der tritt so, da hast du das.